Vor einiger Zeit hatte ich die Gelegenheit, einer Präsentation zu folgen der Kriminalpolizeiabteilung Cyberkriminalität. Was ganz interessant ist, die haben ein großes Cybercrime Center in Dortmund, wo die mittlerweile sogar das Dark Web infiltrieren können. Und während dieser Präsentation kam heraus, dass mittlerweile 54% aller deutschen Unternehmen Cybercrime Erfahrungen haben gesammelt können oder bereits angegriffen wurden. Ich denke, es ist daher wirklich Zeit, über Cybersecurity bei GE Healthcare zu reden. Mein Name ist Olaf von Wackerbart. Ich bin Information Security Officer für die 112 Länder in Europa, dem Mittleren Osten, Afrika und Russland. Und das ist ein sehr farbenfroher Mix. Und Sie können sich vorstellen, dass das die ein oder andere sehr spannende Herausforderung im Bereich Cybersecurity für mich in den letzten Jahren erzeugt hat. Die letzten Jahre, das ist ein gutes Stichwort, wenn wir über Cybersecurity sprechen, das Thema entwickelt sich ja. Wenn wir mal 10 Jahre zurückschauen im Jahr 2010, da war das mehr ein Hygienefaktor. Cybersecurity, ja, man hat darüber gesprochen, da gab es diese Nerds im Bereich Cybersecurity, Hacker, gelegentlich gab es mal was in den Nachrichten, wenn mal irgendwo was passierte. Wir alle erinnern uns vielleicht an die Stux-Attacke damals im Mittleren Osten, die sehr präsent war in den Medien. Dann passierten einige Dinge. Wir denken mal an WannaCry-Attacke, als in Großbritannien viele, viele Hospitäler und Krankenhäuser offline gehen mussten, Patienten nicht mehr versorgen konnten. Über 20.000 medizinische Eingriffe mussten verschoben werden. Und bis heute weiß niemand wirklich, was das wirklich für die Patienten bedeutet hat. Und dann kam die Datenschutzgrundverordnung als ein wirklich vollkommen neues, wegweisendes Regulatorium, eine europäische Direktive, die alle europäischen Mitgliedsländer eben zur Implementation und zur Einführung von gewissen Gesetzen gezwungen hat, gebracht hat. Und jedes Unternehmen, insbesondere die Global Player, mussten anfangen, über Investitionen nachzudenken und über Dinge, die verändert werden konnten. Global Player ist ein wichtiger Standpunkt, ein wichtiges Stichwort, wenn wir über Medizintechnik reden. Die heutige Medizintechnik, nehmen wir die großen Technologien, Computertomographen, Magnetresonanztomographen, auch bis hin zu rein digitalen Lösungen, alles, was mit künstlicher Intelligenz arbeitet, all das sind Multimillionen Euro oder Multimillionen Dollar Investitionen. Ich rede nicht von 1 oder 2 Millionen, ich rede von 10 bis zu 100 Millionen. Ansonsten lohnen, also das heißt, es ist automatisch global, ansonsten lohnen sich diese Investitionen überhaupt nicht mehr. Was heißt das? Wenn das Wissen für diese Produkte global verteilt ist, und das ist bei allen globalen Playern so, dann heißt das auch, dass die Leute, die ihnen helfen können, wenn mit ihrem Produkt mal etwas nicht so ist, wie es sein sollte, auch global sind. Wir reden also automatisch darüber, in einer Zeit der Digitalisierung, dass ihre Daten automatisch transferiert werden müssen. Natürlich versucht man so viel wie möglich in Europa zu machen, aufgrund der Datenschutzgrundverordnung, aber gehen Sie davon aus, dass Global Player, dass Medizintechnik heutzutage sehr stark von Global Playern entwickelt wird, weil es sehr investitionsstark ist und dadurch auch globale und internationale Anforderungen im Bereich der Datenverarbeitung und des Datenschutzes auf Sie zukommen. Es war also Zeit zu investieren, 10 Jahre her. Dann kam die Datenschutzgrundverordnung und jetzt schauen wir mal, wie es heute ausschaut. Heute, ja, die Welt hat sich geändert. Das kann man ohne Übertreibung so sagen. Das sind mal Zahlen aus den USA. Wir erinnern uns, 54% der deutschen Unternehmen haben Probleme mit Cybersecurity. Hier in den USA war es 2018 82% aller medizinischen Einrichtungen. Ich denke, wir können getrost davon ausgehen, dass heute im Jahr 2020 die Zahl über 90% liegen wird. Unsere Erfahrung ist, Cyberattacken haben dramatisch zugenommen. Und das läuft heute auch alles mittlerweile digitalisiert und vollkommen automatisiert. Das sind nicht mehr Menschen, die dahinter stecken, sondern künstliche Intelligenzen, die die Attacken planen und auch durchführen. Schauen Sie sich an, wo die durchschnittlichen Kosten liegen für einen Data Breach, also einen Datenklau sozusagen.
Hier sind es 3,86 Millionen, das ist in den USA. Im Healthcare-Bereich reden wir von über 7 Millionen. Über 7 Millionen Dollar durchschnittliche Kosten für einen Data Breach. Medizinische Daten und Patientendaten sind nun mal interessant und haben auf dem Graumarkt und dem Schwarzmarkt tatsächlich einen sehr hohen Wert. Die Welt hat sich also geändert. Hier steht 4,7 Milliarden Total Cost of Healthcare Breaches in 2018. In 2020, wenn wir die Zahlen dann im nächsten Jahr wissen werden, wird es deutlich höher sein. Cybersecurity ist nicht mehr ein Hygienefaktor. Es ist eigentlich fast jede Woche, wenn nicht sogar jeden Tag irgendwo in den Nachrichten. Wir denken, dass über die neuesten Nachrichten aus der Uniklinik in Düsseldorf nach, was auch indirekt ein Menschenleben gekostet hat. Es berührt also auch Patientenleben. Und wie ich sagte, das ist kein Hygienefaktor mehr. Und Hygienefaktor, damit man das mal versteht, stellen Sie sich ein Restaurant vor, ein wunderschönes Restaurant, hervorragendes Essen und Sie gehen auf die Toilette und das ist alles schmuddelig und schmutzig und dreckig. Sie würden nie wieder in dieses Restaurant gehen. Umgekehrt würden Sie aber niemals in ein Restaurant gehen, bloß weil die Toilette sehr sauber ist und sehr schön ist. Und das ist für mich Hygienefaktor. Das war es vor 10 Jahren. Heute ist es das, was wir ein Business Enabler nennen. Und es ist wirklich etwas, wo sich Wettbewerber unterscheiden in ihrem Cybersecurity-Ansatz, in der Art und Weise, wie Cybersecurity implementiert wurde, wie Kontrollmechanismen und schützende Technologie in der Infrastruktur, in den Prozessen bis in den Ingenieuren, in den Technikern, die ihnen helfen werden, verankert ist, wie das dort implementiert wurde, wie die Leute trainiert werden und ausgebildet werden. Wir bei GE Healthcare haben, was wir sagen, ein Solution Framework. Und schauen wir uns mal das Fundament an. Im Fundament sehen wir drei wichtige Schritte. Das erste ist, da wir ein internationaler Player sind, so wie viele andere im Healthcare-Segment auch, sagen wir, wir müssen sicherstellen, dass wir ein juristisches Framework, ein Rahmenwerk haben, das es uns erlaubt, Daten, wenn es denn benötigt wird und wenn es gemacht werden muss, auch außerhalb der EU zu transferieren. Da gibt es generell drei Möglichkeiten. Das eine ist dieses berühmte EU-US Privacy Shield, das jetzt vom Europäischen Gerichtshof per Urteil für ungültig erklärt wurde und nicht mehr verwendet werden darf. Es gibt die sogenannten Standardvertragsklauseln, im Englischen die Model Clause Agreements, was Einzelvereinbarungen zwischen dem Service Provider und dem jeweiligen Kunden sind. Die sind aufgrund der Begründung des Europäischen Gerichtshofes eigentlich auch nicht mehr anwendbar. Und es gibt noch eine dritte Komponente, das sind die sogenannten Binding Corporate Rules für Data Processor. Ich bleibe hier bewusst im Englischen, weil das ist ein europäisches Konstrukt, BCRP. Und die gute Botschaft für Sie ist, wir bei GE Healthcare sind zertifiziert für die Binding Corporate Rules for Data Processor. Was heißt, wir sind mit allen Datenschutzbehörden in Europa, mit allen knapp mehr als 60 in Verhandlungen gegangen, haben unsere Datenschutzlösungen, unser Cybersecurity-Konzept vorgestellt und die EU hat uns zertifiziert nach BCRP. Die Liste der Unternehmen in Europa, die nach BCRP zertifiziert ist, für Processor, also dass wir Daten unserer Kunden verarbeiten. Es gibt nämlich auch noch das BCR für Controller, das heißt, wie wir unsere eigenen Daten, Mitarbeiterdaten etc. verarbeiten. Die Liste für BCRP ist sehr, sehr kurz. Es sind, wenn ich mich richtig erinnere, irgendwie 3 oder 4 DIN A4 Seiten und ich empfehle Ihnen wirklich, diese Liste auf den Webseiten der Europäischen Kommission anzuschauen, damit Sie einen Eindruck davon haben, wo und wer hier in den Bereich Datenschutz investiert hat. Das ist für uns das Fundament, weil ohne juristische Sicherheit ein Datentransfer erzeugt auch für Sie letztendlich Risiken und die wollen wir vermeiden. Im nächsten Step sagen wir, dass Daten aus der EU in der EU gespeichert werden und in der EU verarbeitet werden. Wir haben das. Wir haben unsere gesamte Datenverarbeitungsinfrastruktur, die wir für die gesamte Remote-Service-Erbringung, also überall da, wo wir Ihre Daten verarbeiten, haben wir
in der EU aufgebaut. Wir haben also die gesamte Datenverarbeitung Ihrer Daten und die Datenspeicherung in der EU, was für Sie bedeutet, dass Sie europäisches Recht anwenden können. Und on top, sozusagen die Spitze der Pyramide oder die Spitze des Eisbergs, und das ist das, was Sie vielleicht am meisten sehen werden, ist, wir sind der Meinung, dass überall da, wo wir Ihre sensitiven Daten berühren und verarbeiten, diese sichern über ein Informationssicherheitsmanagementsystem, über ein ISMS, das wir zertifiziert haben nach ISO 27001. Und das ist der internationale Goldstandard. Das heißt, es ist nicht nur das Netzwerk, das die Verbindung zu Ihnen aufbaut. Es ist auch die gesamte Applikationsinfrastruktur dahinter, alle Applikationen, die wir verwenden, um uns mit Ihnen zu verbinden, die Daten transferieren, wo wir unsere Remote-Diagnostik machen, wo wir versuchen, einen Remote-Fix zu machen und Ihre Systeme innerhalb allerkürzester Zeit wieder zum Laufen zu bringen. Und das ist auch bis hin zum Endgerät und auch der Ingenieur und der Techniker, der sich mit Ihnen verbindet, allesamt Wing-to-Wing, so wie wir das nennen, die gesamte Dienstleistungskette rund um die Serviceerbringung, wo wir Ihre Systeme remote berühren und Daten transferieren, ist geschützt durch ein Informationssicherheitsmanagementsystem und zertifiziert nach ISO 27001. Nun ist ein ISO 27001 Zertifikat nur das Aushängeschild. Und ein Zertifikat ist nur so gut wie das Informationssicherheitsmanagementsystem dahinter, was es abdeckt, sprich der sogenannte Scope. Und meine Empfehlung an Sie ist, auf diesen Scope zu achten, weil ein ISO 27001 Zertifikat kann man relativ einfach und schnell bekommen. Aber wenn es denn wirklich Wing-to-Wing alles abdeckt, ist das eine deutliche Investition in Cybersecurity. Und diese deutliche Investition haben wir getan. Dann schauen wir mal weiter. Das ist das Fundament. Was bedeutet das in Real Life? Also wenn wir in der Service Delivery, wenn wir in die Serviceerbringung reingehen. Und dazu betrachten wir uns einfach mal den Datenfluss. Das ist also ein Diagramm des Datenflusses, natürlich sehr stark vereinfacht. Auf der linken Seite haben wir unsere Kunden, IT-Umgebung, ein Hospital, ein Krankenhaus oder eine Radiologie, wo wir das medizinische Gerät haben. Die Daten fließen durch das Netzwerk, werden geschützt durch eine Firewall, fließen durch ein Internet, über welche Technologie auch immer. Durch unsere Firewall, durch unser Netzwerk und natürlich werden von unseren Servern hier in Europa verarbeitet und gespeichert. Und natürlich ist das ein Flow in beide Richtungen. Und natürlich links davon und hier rechts davon haben wir jeweils Menschen, die diese Infrastruktur benutzen. Fangen wir mal mit dem Device an, mit dem medizinischen Produkt, das in Ihrem medizinischen Netzwerk installiert ist. Da haben wir, was wir nennen, ein Product Security Framework. Also wir haben ein Rahmenkonstrukt geschaffen, wo wir sagen, das haben wir alles implementiert, um die Produktsicherheit, um Cybersecurity auf dem medizinischen Produkt nach vorne zu bringen. Zunächst einmal ganz wichtig, wir bieten MDS2 Datasheets an und die stehen für unsere Produkte zur Verfügung. Wir haben Webportale, unser productsecurity.gehealthcare.com, wo Sie aktuelle Informationen zu medizinischen Produkten, zu Patch-Hinweisen, zu allem Möglichen rund um unsere medizinischen Produkte abrufen können. Wir haben natürlich alle unsere Produkte mit einer Product-Firewall ausgestattet, um den Netzwerkverkehr effektiv einzudämmen, nur auf die Geräte, wo es wirklich benötigt wird. Und wir haben noch das Thema Anti-Malware. Da hat GE Healthcare eine Strategie, die vielleicht ein bisschen unterschiedlich ist zu anderen. Meine persönliche Meinung ist, dass so etwas wie eine Antivirus-Lösung ein Risiko in sich ist. Wir erinnern uns daran, dass die amerikanische Regierung und auch andere Regierungen vor einigen Jahren bestimmte Antivirus-Anbieter ausgeschlossen hat, weil man diese als ein Risiko angesehen hat. Nun, das ist auch naheliegend, denn ein Antivirus-System mit automatischer Update-Versorgung oder Patch-Versorgung bedeutet, Sie haben ein extern unkontrollierten Zugriff direkt in Ring 0 Ihres Betriebssystems, Ihres medizinischen Gerätes
vollkommen unkontrolliert. Sie wissen im Prinzip nicht, was dort installiert wird. Sie wissen nicht, wann es installiert wird und Sie können es auch nicht beeinflussen. Vielleicht zu einem gewissen Maße, aber es ist etwas, was deutlich außerhalb Ihrer Kontrolle ist. GE Healthcare verwendet, hat die Strategie, und das ist eine zukünftige Strategie, die wir in unsere Produkte implementieren werden, dass wir sagen, wir wollen whitelisten. Das heißt, wir haben etwas, wo wir sagen, nur das hier, also wir machen quasi wir frieren die Systemumgebung des medizinischen Produktes ein und wissen ganz genau, was da drauf laufen darf. Und sobald dort irgendetwas verändert wird oder auch nur irgendetwas, ein Prozess oder irgendetwas läuft, was nicht der Vorgabe entspricht, wird es gestoppt. Es ist im Prinzip der gleiche Schutz, nur Sie haben nicht das Risiko dieser externen Update-Versorgung. Das ist also die GE Healthcare-Strategie, an der wir arbeiten. Prinzipiell ist es aber so, dass die Security eines Medizinproduktes aus der Umgebung kommen muss. Weil, denken Sie mal dran, Medizinprodukte sind eigentlich keine IT. Das ist mehr ein Industriegerät, ein Industrial Device, wie wir das nennen. Medizinprodukte können 15 oder 20 Jahre oder länger laufen. Es ist also nicht die Frage, wann keine Patches mehr verfügbar sind. Es ist eher eine Frage, wann. Demzufolge muss die Sicherheit in allererster Linie aus der Umgebung kommen. Und hier gibt es sehr gute Richtlinien, gerade in Deutschland. Das BSI hat eine sehr gute Richtlinie entwickelt zur Konfiguration von Hochsicherheitsumgebungen, gerade für Anbieter oder Betreiber von kritischen Infrastrukturen. Und da gehören sie zu. Also die Kritis-Verordnung ist, denke ich mal, eine sehr gute Richtlinie für Sie. Und ich kann nur empfehlen, gerade hier die Richtlinie, die Guidelines der BSI, oder schauen Sie sich die Security-Mechanismen aus der ISO 27002 an, diese zu implementieren. Die bieten wirklich Mehrwert. Wenn wir dem Datenstrom weiterfolgen, dann kommen wir zu dem, was wir unser Service Security Framework und unser Legal Security Framework nennen. Also hier trifft sich das, was ich vorher erklärt habe. Sprich, das sind unsere Techniker und Ingenieure. Und überall da, wo die ihre Daten direkt berühren oder remote berühren oder wir diese Connectivity haben, kommt unsere ISO 27001 und das Informationssicherheitsmanagement-System rein. Wir haben ja noch den Field Service, das heißt Techniker, die zu Ihnen kommen, um vielleicht ein Ersatzteil zu tauschen, eine Wartung durchzuführen. Da gibt es auch jede Menge Schutzmechanismen. Zum Beispiel haben wir ein ganzes Set an Standards, Policies und Prozeduren, die wir unseren Technikern, mit denen wir unsere Techniker ausgebildet haben. Zum Beispiel in dem Bereich Datenlöschung. Sobald Festplatten transportiert werden müssen oder ein medizinisches Produkt, das eine Festplatte hält, haben wir fest definierte Datenlöschprotokolle, die wir fahren. Wir haben Datenlösch-Tools, die bis hin zu komplexen Werkzeugen gehen, die unsere Techniker abrufen können, wo wir ganze Batterien an Festplatten in einem Schwung löschen können, und zwar so, dass es wirklich nach einer internationalen Norm anerkannt ist. Eine andere Sache ist zum Beispiel, dass unsere Infrastruktur permanent gescannt wird auf DICOM-Dateien, die eventuell personenbezogene Daten enthalten können. Und dann werden diese automatisiert gelöscht. Stellen Sie sich also einen Virenscanner vor, nur für personenbezogene Informationen in medizinischen Daten, falls mal etwas durchrutschen sollte. Genauso haben wir diese Schutzmechanismen auf den Produkten installiert. Dort können ebenfalls Daten oder personenbezogene Daten komplett entfernt werden, bevor sie für eine Serviceerbringung gegebenenfalls transferiert werden müssen, um sich etwas anzuschauen. Stellen Sie sich ein Gerät vor, ein System vor, oder ein Kunde meldet ein Bildartefakt, ein Bildproblem und möchte uns das zeigen. Es interessiert uns nicht, welcher Patient das ist. Wir wollen das Bildproblem sehen und solche personenbezogenen Daten können vorher komplett entfernt werden. Sie sehen also, wir haben hier dieses komplette Service Security Framework und wenn wir Daten transferieren müssen, haben wir dieses Legal Security Framework, dieses juristische Framework, bestehend aus unserer Datenverarbeitungsvereinbarung und unsere Mechanismen, die wir installiert haben, um gegebenenfalls Daten international zu transferieren.
All das ist, denke ich, das ist eine sehr solide Brücke, über die Ihre Daten fließen können. Und Cybersecurity ist momentan etwas, das ist in aller Munde. Und ich denke, es ist sehr gut, auch mal einen anderen Standpunkt einzunehmen. Ich habe vor einiger Zeit eine interessante Keynote gehört. Da sagte jemand, dass wenn Sie krank sind, sich Cybersecurity und Datenschutz nicht sonderlich interessiert. Sie wollen nämlich einfach nur gesund werden. Und ich fand die Aussage sehr interessant, weil das bedeutet, auch wir im Bereich Cybersecurity müssen uns ja in die Schuhe unserer Patienten stellen und uns fragen, wie weit gehen wir? Wenn wir das bis zum Äußersten treiben, den Datenschutz, dann heißt es, wir transferieren überhaupt keine Daten mehr. Und tatsächlich gibt es Krankenhäuser, Radiologien, die Datenverbindung komplett kappen, weil sie sagen, das Risiko des Data Breaches ist so groß für mich, dass ich das nicht machen möchte. Im umgekehrten Fall bedeutet das aber automatisch, dass den Preis dafür ein Patient bezahlt, indem zum Beispiel medizinische Technologie nicht verfügbar ist. Heutzutage, wie ich eingangs sagte, medizinische Technologie ist heute eigentlich nur noch Datenverarbeitung, künstliche Intelligenz. Innovation kommt in ganz großen Teilen aus Software. Und das bedeutet, wenn wir schnell sein wollen, dann müssen wir digitalisieren. Digitalisierter Service heißt, wir können Ihnen innerhalb von allerkürzester Zeit Minuten oder Stunden helfen und gegebenenfalls sogar Systeme wieder zum Laufen bringen, indem wir Teile abschalten, aber sie können mit reduzierter Funktionalität weiterarbeiten. Während, wenn wir analogen Service machen, heißt das, es muss einer zu Ihnen kommen. Was im Regelfall bedeutet, nun, Techniker sitzen nicht auf der Wartebank und warten nur darauf, dass sie irgendwo hinfahren können, sondern natürlich gibt es Einsatzplanungen, die sind ausgelastet, die haben Dinge zu tun. Im Regelfall bedeutet das, sie haben eine gewisse Vorlaufzeit, zum Beispiel bis zum nächsten Morgen, und dann kommt ein Techniker. Und dann kann er eine Diagnose machen. Also, was ich damit sagen möchte, ist, analoger Service im Gegensatz zu digitalem Service kostet Zeit. Den Preis dafür bezahlt Ihr Patient, der so lange nicht auf die medizinische Technologie, die ihm helfen kann, zugreifen kann. Wir haben also diese Brücke. Ja, basierend auf unseren ganzen Security Frameworks, auf ISO 27001, auf unseren International Data Transfers, auf unserer lokalen Datenverarbeitung und Datenspeicherung in der EU. Und wir denken, die ist sehr, sehr, sehr gut. Aber irgendwo müssen wir uns treffen in der Mitte. Und letztendlich ist das alles eine Frage von Risk Management. Und im Englischen sagt man so schön Risk Acceptance. Also wir müssen ein gewisses Risiko akzeptieren. Und um das hier so schön zu sagen, auch wenn diese Brücke 99,9967% sicher ist, wir müssen uns irgendwo treffen. Sie können schwimmen, aber seien Sie vorsichtig, da sind Haie. Herzlichen Dank.